Jo, hallo und servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bam Boom Bang. Wir spielen Battlefield 4 und diesmal wieder Siege of Shanghai auf diesem Testserver und jetzt als Verteidiger. So, und was mache ich jetzt hier? Ballistic Shield als Verteidiger ist eher unnütz. Ja, nehmen wir mal die Claymore mit und hier rüste ich mal ein bisschen auf. Nehmen wir mal jetzt das Coyote. Das sieht, glaube ich, auch noch nicht so astrein aus. Hier lassen wir mal. Hier nehme ich mal Muscle Break. Ohne zu wissen, ob das hier was bringt mit der Waffe. Und dann verteidigen wir mal. Wobei, ich starte mal hier hinten. Denn was ich gemerkt habe, ist, dass B oftmals eben von außen eingenommen wird. Aber gut, eigentlich will ich ja gar nicht, dass wir hier gewinnen, ja. Ich möchte ja die anderen M-Coms noch zeigen. Deswegen hoffe ich mal, dass sich das Angreifer-Team jetzt nicht ganz so dämlich anstellt wie wir gerade. Aha. So. Jetzt gehe ich mal hier runter. Und verteidige mal ein bisschen. Irgendwann kommen die bestimmt hier von außen angeschissen. Und ihr merkt hier schon dieses Licht hier vorne, das ist noch ein bisschen buggy. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, warum die das so geändert haben. Aber wird schon seinen Grund haben. Hoffe ich mal. Okay, keiner der Angreifer will offensichtlich zu B. Dann gucke ich mal, dass ich so weit wie möglich ein bisschen vorgehe. Keiner geht außen rum. Also das mache ich dann immer zuerst, ja, dass ich hier außen rum gehe. Jetzt halte ich natürlich leider ein bisschen weg von der Action hier. Ich finde diese Waffe, die sieht echt voll cool aus, ja. Muss man mal sagen. Aber ansonsten sind die Angreifer hier gerade echt ein bisschen scheiße. Okay, der Server hat sich mittlerweile auch ein bisschen geleert. Oh man, das ist echt lame. Ich würde halt einfach echt gerne die anderen Punkte zeigen. Hier macht echt keine Anstalten, von außen anzugreifen. Das ist ja echt richtig schlecht. Wo sind die denn überhaupt? Nee. Die Außenlinie von uns ist halt komplett frei. Die könnten da einfach durchrushen. Aber irgendwie spielen die wohl lieber ja durch die Mitte, was total dämlich ist, ja. Okay, jetzt habe ich nachgeladen, habe vergessen, dass ich ein MG dabei habe. Ah ja, gut. Das war wieder beschissen von mir. Aber zumindest mal einer, der gecheckt hat, dass man hier von außen ran muss. Also komm, mach Junge. Ich will doch B zeigen. Beziehungsweise die anderen M-Coms. So, mal gucken, ob die jetzt hier von außen angedackelt kommen. Gut, falls es hier wieder nichts wird mit den anderen M-Coms, dann muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Vielleicht gehe ich dann einfach mal nachher in den Spectator-Modus. Alter, schon wieder der... Wahnsinn, wie schnell man hier down geht. Aber jetzt wird immerhin das M-Com hier gelegt. Nice, nice. So, und jetzt kommen sie natürlich hier wieder total angeschissen. Werden gleich alle gekillt wahrscheinlich. Okay, sie haben es nicht geschissen bekommen.
Das ist bedauerlich. Ah, jetzt haben sie immerhin A. So, jetzt geht's so ein bisschen hin und her. Ich bleibe jetzt aber mal hier. Das finde ich ist bei den Verteidigern immer so das Problem, ja. Wenn man hört, dass irgendwo eine Bombe gelegt worden ist, ja, dann rennen sofort alle zu dieser gelegten Bombe und lassen dann die andere komplett frei. So, jetzt haben sie Alpha. Jetzt hoffe ich mal, dass sie auch klug genug sind, B zu nehmen. Mal ein bisschen auf die Füße schießen. Alter, wie man die Gegner nicht down kriegt, wenn man nur auf die Füße ballert. Na komm, ich weiß noch, wo du bist, Süßer. Ah, 99 Assist Count of Kill, habt ihr das gesehen? Das gibt's ja nicht. Also bislang alle Partien, die ich gespielt habe, sind die Angreifer eigentlich durchgekommen. Durch das erste. Das ist echt schon Armutszeugnis ein bisschen für das angreifende Team. B haben sie auch nicht. Achso, stimmt. A haben sie, ja. B haben sie nicht gekriegt. Oh, jetzt kommen sie von außen angeschissen. Okay. Hm. Bin ich jetzt bescheuert? Warum kommt denn der jetzt von hinten? Ja, komm, aber jetzt. Plantet mal. Jawohl. Damit wir hier mal weiterkommen. Okay, und der steht. Alter, was macht der hier eigentlich? Das ist wieder so einer, der überhaupt nicht weiß, was man mit dem Panzer machen soll. Steht völlig dumm hier nur hinten rum am Spawn. Und will einfach nur nicht sterben. Ja, das ist das Einzige, was der hier macht. Versuchen nur zu sterben. Und jetzt wird er wahrscheinlich sowieso eine draufgehen. Draufkriegen. Weil er den scheiß Panzer hier nicht sieht. Genau, und diese Nebelkerzen, die helfen ja auch voll was gegen Panzerbeschuss. Alter. Ah, jetzt haben sie den Punkt immerhin. Oder? Alter. Ja. Lass mich. So. Mal gucken, ob die gleich jetzt hier angedackelt kommen. Alter, das war wieder so ein scheiß Headglitch. Ja. Fuck. So, jetzt kommt wieder unser Turm, geht jetzt runter. Okay, A haben sie jetzt geahnt. Sehr gut. Ich tue alles nur um zu sehen oder nur um euch die anderen M-Coms hier zu zeigen. Auch mal zum gegnerischen Team helfen. So, aber jetzt bringe ich hier mal so ein paar
Aha. Jetzt kommt hier gleich einer von außen angeschissen wahrscheinlich. Alter, das ist ein Witz, oder? Wahnsinn. Mit so einer beschissenen DMR. So, aber jetzt kann ich ja lustigerweise nochmal versuchen, hier ein bisschen mit dieser Sniper-Pistole was zu reißen. Die haben wir ja noch nicht gesehen. Mal schauen, ob ich da irgendwas geschissen kriege. Oh, bam! Das war nicht schlecht. Für den Anfang. Ja, wo sind sie? Irgendwie läuft hier jetzt anders, alles andere wie geplant. Ja, irgendwie werden die schwierigen M-Coms zuerst rausgenommen und bei den leichten bekommen sie es nicht geschissen. So, komm Panzer, mach was. Ja, endlich. Hm? Aua, lass mich, lass mich, lass mich. Lass mich doch. So, ich ziehe mich jetzt mal so ein bisschen zurück. Damit ich euch gleich die nächsten M-Coms zeigen kann. Also die nächsten, die jetzt dann hier auf dieser Schuttinsel spawnen werden, ja, genau, die finde ich echt schwer zu verteidigen, weil die auch ziemlich weit weg vom Spawn der Verteidiger sind. Ja, also da musste man irgendwas machen und hier fände ich es halt cool einfach, wenn, ja, wenn man vielleicht den Turm doch irgendwie ins Spiel bringen könnte, denn er ist da und ich finde, ja, den könnte man eigentlich auch da lassen, bis man die zwei M-Coms dann eben beseitigt hat und erst dann den Turm zum Abstürzen bringen lassen. Und ja, die finde ich hier auf jeden Fall viel zu viel angreiferfreundlich, diese beiden M-Coms. Da muss man eventuell noch irgendwie ein bisschen was machen. Irgendwie den einen M-Com weiter zu den Verteidigern hinsetzen, weil die wirklich sehr weit weg sind. Außerdem bekommen die jetzt dann auch noch Jetskis gleich, ja. Also B ist hier hinten und A ist hier unten, drin. Ja, da stehe ich also gerade drüber quasi. Oh, jetzt werden die bestimmt hier gleich angedackelt kommen. Ja, jetzt geht schon los. Oh, bam, Headshot. Das war nice. Da war ich direkt mal gut. Und noch ein Headshot. Ah, lame. Also Scharfschützengewehr, das gefällt mir irgendwie, muss ich sagen. Eigentlich bin ich ja nicht so der Sniper, wie meine zahlreichen Zuschauer ja wissen. Aber ja, ihr seht, B ist gleich weg und A wird jetzt nicht lange auf sich warten lassen. Also das hier finde ich noch relativ schwach gelöst. Aber das wurde auch schon mehrfach ins Forum gepostet und wird mit Sicherheit auch bearbeitet dann von DICE. Jetzt wäre natürlich wieder der Vorführeffekt, wenn sie es jetzt geschissen kriegen, das hier zu verteidigen. Wo sind sie, die Kameraden? Ja, das wäre jetzt keine gute Idee, die Pollern hochzulassen. Tue ich meinem Panzer bestimmt keinen Gefallen.
Ja, sieht er da irgendwas? Mal wieder ein bisschen mit dieser Pistole hier spielen. Ist das ein guter Spot eigentlich? Ganz nett, da kommt man nur durch, wenn man sich duckt. Wo sind sie? Ah, jetzt kommen sie hier mit dem LAV. Kommt man hier hoch? Ah, tatsächlich. Cool. Noch hält die Verteidigung. Der LAV ist jetzt auch kaputt. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist, dass man hier hochkommen soll, aber ist auf jeden Fall ein ganz netter Punkt. Das war wieder beschissen. Bam. Naja, jetzt haben sie es doch geahnt. Disarmed. Okay, das wäre jetzt wirklich wieder der klassische Vorführeffekt, wenn sie es jetzt ausgerechnet schaffen würden, das hier zu verteidigen. Was vorher eigentlich nie der Fall war, als ich das gespielt habe. Ah, jetzt kommen sie mal aus der Richtung. Okay, aber machen sie nichts. Oh, jetzt werde ich hier gemortart. Und die Verteidigung hält noch. Da ist er hin. Na, tot. Okay. Jetzt haben sie noch 10 Tickets. Ist ja echt scheiße, Mann. Ich wollte doch die zwei Incoms noch zeigen. Die. Ja, komm, kill mich. Ja. So, ich hoffe jetzt inständig, dass sie das noch geplantet kriegen. Na, jetzt kommt hier der C4-Mensch von hinten. Okay. Kommt, Leute, enttäuscht mich nicht. Na, ich spawn mal hinten. Ich will mein Team so wenig unterstützen, wie nur geht. Ja, komm, und jetzt halte das. Okay, wenn das jetzt nochmal disarmt wird, dann ist es durch. Sie haben keine Tickets mehr. Aber jetzt sieht es eigentlich gut aus. Jawohl, komm, es geht durch. Oh, bam. Ja, sehr gut. Sehr, sehr nice. Jetzt kann ich euch auch noch das nächste Set of MCOMs zeigen. So, diesen nehme ich hier. Und dann gehe ich mal kurz hin. A befindet sich nämlich jetzt hier auf der Außenbahn. Ja. Und zwar hier. Ja, hier hat man dann auch ein bisschen Deckung für die Verteidiger, für die Angreifer. Und B. Und wenn ich schon mal hier bin, kann ich eigentlich. Na, wo ist denn der Knopf? Hier. Die Jalousien runterlassen. B ist hier in der Küche.
Genau, und zwar hier. Hier finde ich, könnte man ändern, dass man vielleicht eins irgendwie von den beiden ein Stockwerk weiter oben hat. Damit man eben nicht nur das horizontale, sondern auch ein bisschen so das vertikale Gameplay hat. Alter! Wo war der denn? Ach da, okay. So, jetzt hoffe ich auch, dass die das noch durchkriegen, denn dann sehen wir auch noch, dass die letzten beiden M-Coms. Und dann habe ich meine Aufgabe hier auch erfüllt. Ja. Also nicht der Sieg meines Teams zählt, sondern dass ich euch alle M-Coms zeigen kann. So, jetzt nehme ich trotzdem nochmal irgendwie eine andere Waffe. Ich probiere jetzt nochmal ein bisschen mit dieser Bulldog rum. Die hat mir nicht ganz gut gefallen. Den Schalldämpfer können wir mal weglassen. Hier wieder mal den Muscle Break drauf. Jo. Und dann schauen wir mal, ob wir hier was geschissen kriegen. Spawn und Tod. Das liebe ich ja. Ich finde es immer ganz amüsant im Chat, wie die Leute dann trotzdem das Spiel noch so ernst nehmen, ja, obwohl sie ja wissen, dass das hier nur eine Testumgebung ist. Und ihr seht, dieser neue Punkt, der ist definitiv irgendwie buggy. Also ich glaube nicht, dass das so sein soll. Ja, sehr gut. B geht. Gut, ist durchgegangen. Und A ist auch geahnt. Warum ist denn nicht wieder gewinnt? Ach, sehr gut, das ging schnell. Und ich wurde mit dem Defi gekillt. Wieder mal ordentlich gedemütigt worden. Sehr schön. Aber Ziel erreicht. Ich kann euch jetzt auch die letzten beiden M-Coms zeigen. So. Und die sind wieder ziemlich gut gesetzt eigentlich. Ja, A befindet sich hier. Hier. Und B befindet sich in dem Gebäude oben. Und das Besondere, die Angreifer, die haben jetzt Jetskis. Und das heißt, die können hier auch jetzt hinten rumkommen. Und dann zumindest von hinten das Gebäude hier eindringen. Mal gucken, ob die es dann auch machen. Zusätzlich kann man natürlich, das wisst ihr sicherlich, das hier runtersprengen, damit man noch einen zusätzlichen Aufgang hat. Ja, jetzt gucke ich mal, ob die jetzt hier gleich mit ihren Jetskis irgendwo angedackelt kommen. Oder ob hier jetzt erstmal der Panzer ums Eck kommt. So. Einfach mal campen. Ja, Jetskis habe ich aber jetzt noch nicht gesehen. Wow, der war schnell down. Mit der Bulldogge. Ja, doch. Gefällt mir die Waffe. Ah, nein, nicht runterfallen. Okay, jetzt habe ich glaube ich ausgeschissen. Verdammt. Verdammt. Da hätte ich mit der Deagle ein bisschen besser treffen müssen. Wie habe ich 17-11? Dabei spiele ich doch echt scheiße. Mann. Ah, jetzt kommt jemand mit dem Jetski angedackelt. Mit dem Jetski. Na ja, komm. Komm an Land. Ach nee, aber lass mich doch mal. Alter, was will der denn von mir? Wer ist denn das? Ach, der LAV. Oh Mann.
Ja, aber ich hoffe, ihr habt jetzt mal einen guten Eindruck hier bekommen, wie sich diese Map bisher geändert hat. Und ich finde die eigentlich schon ganz gut. So ein paar kleine Feinheiten kann man hier sicherlich noch ändern. Aber ansonsten die Neuausgabe durch recht gelungen. Und was natürlich besonders wichtig ist, ja, es gibt hier kein Roofcamping mehr. Das heißt, dass man hier ständig irgendwelche DMRs um die Ohren gehauen bekommt, ja. Das ist jetzt vorbei. Nein, da muss ich nachladen. Oh. Ja. Wieder ein völlig sinnloser Revive. So, jetzt ist glaube ich auch bald vorbei, oder? Haben die B schon? Ne, B haben sie noch. Ah, ist das, Entschuldigung. Ah, haben sie noch nicht geahnt. Ach komm, jetzt lasse ich nochmal den Scharfschützen in mir ein bisschen zum Zug kommen. Oh, schlecht. Dum, dum, dum. Oh, tue ich mal wirklich überhaupt nicht fürs Team. Aber wie gesagt, ist ja nur der Testserver und wirklich nur zu Anschauungszwecken das Ganze. Boah, das wäre jetzt cool gewesen, wenn ich den erwischt hätte. Ja, verdammt. Mach den tot. Ja, komm, 8 Tickets haben sie nur noch. Das wird auch machbar sein. Schon wieder einen auf der Minimap irgendwo gesehen. Ah, verdammt. Verdammt. Yeah. Und doch noch gewonnen. Also ihr seht, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Partie, wenn ich jetzt auch noch ordentlich gespielt hätte. Aber wie gesagt, ich wollte es euch nur zeigen, was sich da geändert hat. Ja, wenn ihr eine Meinung dazu habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht kann ich das dann auch in die CTE-Foren dann irgendwie einbringen, eure Vorschläge. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß, ich konnte euch ein bisschen was zeigen und habt den Eindruck, welche Änderungen sich da in Zukunft ergeben. Und wenn es was Neues auf dem CTE gibt, also neue Maps werden ja sicherlich auch noch hier bearbeitet, was den Rush-Modus angeht, dann werde ich euch das natürlich auch zeigen. Okay, dann verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Macht's gut, bis bald und Servus.